Der ist auf jeden Fall nicht zimperlich. Das... Flinte-Munition. Was ist das? Trainingsprotokoll. 10. Juli. 91,5 Kilogramm, 12 Runden im Hof, 2-mal Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job! Keine Ahnung, wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden, aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Einmal besser, als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. 26. Juli. 89,1 Kilogramm, 20 Kilometer gelaufen, 3-mal Zirkeltraining. Schießübung auf 400 Yard, 5-mal daneben geschossen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp der UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel auf dieser Entfernung um 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir noch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal. Ich werd schon wieder. Pass nur auf. 15. August. 86,2 Kilogramm, 30 Kilometer gelaufen, 3-mal Zirkeltraining. Schießübung auf 600 Yard, 2-mal daneben geschossen. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit um 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag hatte ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs, aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen. 25. September. 82 Kilogramm, 30 Kilometer gelaufen, 4-mal Zirkeltraining. Schießübung auf 600 Yard, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute! Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los, Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat, bis sie mir diese Straßenraudis weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Ja, A ist er nicht weit gekommen und B erklärt er anscheinend auch, die Straßenraudis haben seinen Bruder getötet. Deswegen hat er 20 Straßenraudis getötet. Wie? Wie ist er mit dem Bus rumgefahren, hat die alle eingesammelt irgendwie mit so einem Linienbus und den hat er in der Luft gejagt, weil er sieht mir jetzt nicht aus, als wenn er 20 Leute umlegt. Okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt den Bolzenschneider. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal erstmal ein paar schöne Sachen holen. So, okay, die packen wir erstmal ein. Ja. Na gut. Oder? Gehen wir hoch? Na, was machen wir? Okay, gehen wir erstmal weiter. So, schauen wir, wie wir jetzt hier rauskommen. Es kann ja sein, dass das auch alles so ein bisschen auf dem Weg liegt. Blood is on the floor. So, dann gehen wir mal hier hin. Oh shit. Ihn hat's erwischt. Ihn haben sie echt fertig gemacht. So. Scheinbar ist es gang und gäbe für jeden UBSC irgendwie, UBCS-Soldaten irgendwie Tagebuch zu führen wie ein Mädchen. Alter. Also nicht gegen Tagebuch, aber ich hab ein anderes Bild von so einem taffen Söldnern irgendwie. Lieb ich Tagebuch. 28. September. Der Mittlere Osten. Osteuropa. Ostafrika. Ich hab gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles ausschalten. Egal, was auch kommt. Aber dieser Job... Der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Jetzt ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark. Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Das ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe.
Tja, Kumpel, alles klar. Du hast den Job selbst beendet. Ja, wahrscheinlich. Was willst du machen, wa? Ich meine. Du weißt, du kommst hier nicht mehr raus. Irgendwie hast noch deine eine Kugel irgendwie. Wahrscheinlich würde man eine gleiche machen. Irgendwie. Also, das. Ja. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung. Bereitgestellt von der Raccoon City Elektrikergilde. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte Stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, könnten umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Handschriftlicher Zusatz. Alles kapiert? Wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihn nicht näher. Macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge kaputter Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam. Ja, zur freien Nutzung. Was wollen sie denn damit machen? Irgendwie. Wollen sie denn einfach jetzt sagen, irgendwie. Nee. Hunde. Oh, shit. Oh, komm. Ey. Wie Kunde hasse. So, hält es? Sag mir, bitte, das hält. Danke. Ich würde mal sagen, das nächste Kraut, was wir essen, was wir finden, werden wir mal essen. Ach. Steht hier wieder auf. Okay. Mann, Alter, ich. Ja, echt, stehen die wieder auf, die Penner? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Tschüss. So, sind wir jetzt hier im Kraftwerk oder was ist hier los? Fax vom Leiter des Unterwerks. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die 4 Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Okay. Alles klar. So, dann flitze ich mal ganz schnell zurück. Das, was wir jetzt nochmal schnell machen, da muss ich mal schauen, vielleicht werden wir das ein bisschen einkürzen nachher im Video. Ich werde schnell nochmal mit dem Bolzenschneider die Ketten aufmachen, die wir von gefunden haben, die wir nicht öffnen konnten. Hier. Yeah. Benutzen. Selbst die Animation sieht mega aus. Ach, toll. Einfach großartig. Space. Das haben wir. Hatten wir noch. Was? Ja, wollte nichts. Hatten wir jetzt noch irgendwo. Ich bin der Meinung, da war noch irgendwo ein Laden oder so. Nope. Dann nicht. Was war dabei? Tschüss.
Was haben wir hier? Ja, hier. Benutzen. Und Bitkowski. Okay. Ist nicht so schön. Knister. Handgranate. Jawohl. Flintenmunition. Nice. Oh. Schmuckkästchen. Ja, nimmer. Hochwertige Cheesepulver, super. Okay, was haben wir denn hier? Was? Sie können wichtige Informationen, die ihren Zweck erfüllt haben, ein. Okay. Okay, alles klar. Den könnten wir jetzt eigentlich wegschmeißen. Blaues Juwel. Mhm. Okay, dann haben wir wohl erfolgreich alles weggegrast. Und? Nein. Nix da. Die sind echt übel. Und hartnäckig, wa? Irgendwie wie oft die aufstehen, ist schon erstaunlich. So, okay. Na. Ah, sieht schon krass aus. So. Gut, ihr Lieben, das war es erstmal heute von meiner Seite aus irgendwie. Ich hoffe, das Let's Play hat euch erstmal soweit gefallen irgendwie. Lasst einen Kommentar da irgendwie. Abonniert die Glocke. Aktiviert den Kanal. Und dann hoffentlich sehe ich euch bei der nächsten Runde Resident Evil.